Ja, hallo zusammen. Wenn ihr euch immer schon mal gefragt habt, wie ich eigentlich bei so einem Auftragsbild vorgehe, dann seid ihr bei dem Video heute genau richtig. Ja, mit dem Video möchte ich mal so eine kleine Reihe beginnen, die ich schon länger geplant habe. Und zwar wollte ich so eine Art Podcast mal machen, indem ich zum Beispiel einzelne Künstler oder Künstlerinnen vorstelle, mit denen wir ins Gespräch kommen, eben aber auch andere Themen. Und starten möchte ich heute ganz konkret mal mit einem Auftrag, und zwar dem hier vom Stefan. Und an dem möchte ich euch zeigen, wie ich bei so einem komplexeren Auftrag vorgehe. Da geht es vor allen Dingen um Klärung. Wie soll das Motiv genau aussehen? Wie fertige ich einen Entwurf an? Und wie komme ich dann schlussendlich zum finalen Entwurf? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich für einige von euch das lohnt, sich das mal anzuhören. Ihr erfahrt eine ganze Menge zum Thema Kommunikation im Auftragsprozess und ja, wie schlussendlich ihr an so einen Entwurf herangehen könntet. Damit möchte ich die lange Vorrede auch beenden und wir starten direkt mit unserem kleinen Interview. Ja, Stefan, also wir sind ja beide nicht so mega erfahren, was jetzt so ein Podcast-Ding angeht. Wir steigen jetzt einfach mal ein, indem du dich mal ganz kurz vorstellst, damit die Leute eben auch wissen, von wem ich diesen Auftrag bekommen habe. Gerne. Ja, also mein Name ist Stefan Nikolaus. Ich komme aus der Nähe von Koblenz und hatte eine Empfehlung bekommen für einen Menschen, der ein Bild malen oder einen Künstler, der ein Bild malen kann. Und ich bräuchte oder brauchte ein Bild für meine Praxis. Ich selber bin psychologischer Berater mit einem Schwerpunkt, und der Schwerpunkt ist Männerarbeit und Jugendarbeit. Mache auch Paarberatung, also diese Dinge alle. Und für die Praxis hat sich gezeigt, da darf noch was hin, was eine gewisse Kraft und Energie ausstrahlt. Ja, und dann fing die Suche an, dann kommt der Kontakt zu dir. Das ist so der Weg, den, ne, wie wir gegangen sind. Okay, prima. Was wir festgestellt haben im ersten Gespräch, du hast da gerade die Männerarbeit und Jugendarbeit angesprochen, dass ich eine ähnliche Ausbildung habe, also natürlich etwas ne, kürzer als du. Da war dann auch sofort der Kontakt da, weil ich halt auch die Ausbildung zum jungen Arbeiter habe. Ne? Ja, genau, ja. Ja, von daher war das dann, fand ich, ein sehr fruchtbares und inspirierendes erstes Gespräch. Ja, war sehr, etwa direkt Treffen, also war direkt ein Match irgendwie, war direkt eine Ebene, wo wir uns auch am Anfang auch viel drüber ausgetauscht hatten. Und dann ging es irgendwann noch ans Bild, ne, ans Gemälde oder wie soll es sein, wie ist die Idee. Ja, und dann ging es weiter. Das war echt eine schöne Entwicklung. Genau, hast du auch das Stichwort gegeben, Entwicklung, ne? Weil dieses Ding hat ja insgesamt fast ein halbes Jahr gedauert, was jetzt auch, muss man fairerweise sagen, auch externe Ursachen hatten, mit auf die wir beide keinen Einfluss hatten, ne? Ja, und damit jetzt ihr auf YouTube das mal ein bisschen verfolgen könnt, wie so ein vermeintlich einfaches Bild entsteht, haben wir uns mal die Mühe gemacht, die ganze Story nochmal aufzubröseln. Also ich hoffe, dass euch das interessiert. Also ich persönlich finde das mega spannend. Wenn ich immer so ein bisschen weggucke, ich muss immer schauen, dass ich euch auch die richtigen Bilder zeige. Und wir starten mal mit der allerersten Idee. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht, dass ich jetzt da kein Urheberrechts-Ding bekomme, weil die Fotos ja nicht von mir sind, aber egal. Naja, Stefan, sag mal was. genau, also auf der Suche nach einem Bild, was so ausdrückt, was ich so mir gewünscht habe und was auch die Praxis so gebraucht hat. Das ist ein Bild, was zeigt, wie die Kraft und ja, wie die Kraft des Universums und da, wo wir halt herkommen von Mutter Erde und eingespannt zwischen Himmel und Erde, dass ein Bild diese Kraft symbolisiert. Und auf der Suche kam ich auf einen Lebensbaum, der klassische Lebensbaum, und habe dann weitergesucht. Und dann kam irgendwann beim Scrollen dieses Bild online. Genau, Und das habe ich dann einfach mal Screenshot und habe dann das als Idee bei mir wirken lassen. Und das war der erste Impuls, den ich auch dir geschickt hatte. genau. So stelle ich es mir grob vor. Also. Und dann kam noch ein zweites Bild dazu. Das zeige ich auch noch mal. Und hier kamen dann plötzlich Farben noch dabei, ne? Genau, da gab es so eine Zwischenphase von dem ersten Bild und dann hatten wir jetzt so auch wieder einen Austausch mit beiden, wieder einer der vielen Austauschtage und Abende oder Stunden. Und da war dann Regenbogenfarben auch ein Thema plötzlich. Ne? Und dann ging die Suche weiter und dann kommst du, glaube ich, sogar mit der Idee und sagst, guck mal, so was gibt es auch in der Art, also mit vielen Farben drin und so.
Aber ich habe nur ein Bild vergessen, das hole ich mir eben noch raus, weil das vom Prozess relativ lustig ist. Was, also das war so deine, also ich glaube, ihr könnt jetzt nachvollziehen, was die Idee vom Stefan gewesen ist. Und dann habe ich Blutgrätsche gemacht, weil ich gesagt habe, pass auf, was für ein Format hättest du gern, so knallhart, ne? Ja. Du dann Keine Ahnung. Quadrat, ne? Und dann habe ich Ja. gesagt, pass auf, okay, Quadrat, aber dann können wir beide Ideen nicht umsetzen, weil die Hochformat sind, ne? Und dann fing eigentlich das eigentliche Problem an, weil sonst hätte ich das einfach nur so genommen und halt gemacht, ja? Und dann habe ich, das muss ich jetzt gerade eben suchen, Leute, damit echt, weil das ist echt witzig, ja, genau. Das ist so Klassiker, echt. Das Spannende ist, ich habe ja null Ahnung von dem und du hast ja den Blick direkt in der Umsetzung, ne? Material, Technik. Der ich habe immer nur gesagt, Mustafa, so ungefähr. Und jetzt kommt der Knaller, weil ich halt, weil das wirklich was war, was ich noch nie gemacht habe. Also im Prinzip ist das eine Mischung aus Kunst, Psychologie und zum Teil auch Logo, weil du noch erzählt hattest, ja, ich könnte mir vorstellen, das auch als Logo zu verwenden. Dann dachte ich mir, weißt du was, ich werde zum ersten Mal in meinem Leben eine KI einschalten, Na. dass die mir eine Idee liefert. Und dann kam wirklich, ich habe mich abgeplagt, ich weiß nicht wie lange, eine Stunde dieser KI zu erklären, was ich genau möchte. Einen Baum, dessen Blätter und Äste aus Menschensilhouetten bestehen. Und das hat mir die KI draus gemacht. Und das zeigt mir, dass ich als Künstler noch lange nicht überholt bin, wenn die KI so dumm ist, so eine eindeutige Aussage nicht umsetzen zu können. Es ist wirklich eine Lachnummer gewesen. Das ist nur ein Beispiel und die anderen, die waren noch schau, also nicht so schau, das fand ich das Schauderhafteste. Also unmöglich umzusetzen, hat auch nichts mit deiner Idee zu tun. Nee, aber spannend, ne? Also KI fließt da auch ein. Ja, dann hat das halt immer mehr Formen angenommen. Also das Spannende ist halt, dass sich dieses Bild halt im Laufe des Prozesses, des Kommunikationsprozesses verändert hat. Das muss ich gerade wieder gucken auf das nächste Bild. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich fange jetzt mal an. So, und dann fing die Arbeit, nur damit ihr mal seht, wie viel Arbeit da drin steckt. Das macht sich ja keiner Gedanken. Da bin ich erstmal hingegangen, habe diesen ursprünglichen Entwurf genommen, habe die ganzen Farben entfernt, weil ich nämlich auf die spinnerte Idee gekommen bin. Du, Stefan, wir können da ja einen Farbverlauf reinmachen. Ja. Und warte mal, wo ist der? Da ist er. Ja, genau. Sieht toll aus. Ja, nur gemalt nicht wirklich, ne? Nee, also schöner Farbverlauf, aber nee. Aber schlussendlich ist der im Bild tatsächlich umgesetzt worden. Nur nicht von unten nach oben, so wie ich es ursprünglich geplant hatte. Es ist einfach passiert, sondern von rechts nach links. Ja. Am Schluss sieht man es genau, ja. Das können wir gleich am Schluss nochmal sehen dann. Und dann ging es ja weiter. Hin und her. Und dann habe ich halt erste Entwürfe gemacht. Und genau, und dann habe ich halt eine Zeichnung angefertigt, so eine Umrisszeichnung, einfach um zu gucken, wie das im quadratischen Format passt. Und diese Zeichnung habe ich dann eben mit Wasserfarben und Formen ergänzt. Und da habe ich es dem Stefan das erste Mal gesagt, pass mal auf, ich kann dir keinen perfekten Entwurf machen, wie ich es normalerweise mache, weil das so viel Arbeit ist, müsst ihr euch vorstellen, all diese Blätter und Figuren einzufügen, es ist so viel Arbeit, dass ich das Bild gleich sofort so malen kann. Ja. Und dann haben wir uns hier auf dieses Ding geeinigt, haben wir gesagt, okay, wir wollen einen Baum haben, der eher rundlich geformt ist, das ist nicht so hochformatig, und wir wollen hier eine Sonne haben. Ja. Genau, ja. Und dann sollten die Figuren und der Baum einen Schatten werfen. Was ich sehr spannend fand, ist auch die Kommunikation, also dieser Austausch zwischen uns, deine Ideen mit reinzubringen. Und ich habe dann so mehr in mich reingespürt, weil ich aus der Arbeit auch immer viel spüre. Also psychologische Beratung ist ja viel spüren. Und da waren immer Gefühle drin, so, ah, passt nicht, passt bei mir, passt. Die Idee ist super, die nehmen wir. Ja, auch Sonne, Himmel, also es hat sich alles weiterentwickelt plötzlich aus diesem Piktogramm am Anfang. Ja, aber spannend. Das war für mich auch spannend, weil ich ja erstmal für mich klar haben musste, was willst du eigentlich? Und ich habe auch gemerkt an bestimmten Punkten, dass ich es nicht umsetzen kann, dass ich einen anderen Weg gehen muss. Also mal schon mit dem Farbverlauf, das hat sich dann einfach ja geilerweise so ergeben, dass es passt und du dann sagst es, hey, genau das ist es, ne? Genau. So. Und dann hatte ich dir am Schluss eben den Entwurf zugeschickt. Das ist jetzt deine Praxis, ne? Genau, im Umbau, genau. Und dann Ja, und dann hatte ich hatte dir die ich Wandfarbe geschickt. Entschuldigung, ja, genau. Also das ist halt so eine Naturfarbe. Und da war ich immer noch im Zweifel, ob ich wirklich ein buntes Bild malen soll oder eher so ein, ja, in gedeckten Erdtönen. Ja. Nee, hat Das sich dann gezeigt, die bunte Farbe. Lustige ist dann, beim Malen hat sich das Bild komplett nochmal geändert.
Das war so krass. Wir wollen euch da jetzt nicht langweilen, weil ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, was an diesem Bild rein malerisch schwierig war. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau das. Das war dann die erste Fassung, die ich nach ein paar Wochen dann fertig hatte. Genau, ja. Ja. Und da kann man sehen, dass ich schon einige Änderungen vorgenommen habe. Erstmal den Farbverlauf, nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts, dann das Ganze in leuchtenden Farben. So war das gar nicht angedacht, aber so ist es passiert und so war das für mich auch vom Gefühl her absolut stimmig, diese Energie halt einzufangen. Genau. Und den Schatten vom Baum kann man erkennen, aber ihr seht, dass die Figuren keinen Schatten haben. Ich hatte tatsächlich, Stefan, das weißt du gar nicht, ich hatte den Schatten eingemalt, aber das sah, Ah, okay. es sah voll dumm aus, weil die Schatten über die Wurzeln dann drüber gelaufen sind und das aussah wie so ein Gitter. Ja. Ja, ne, okay. Habe ich nicht Ja. mitbekommen, aber So, und keine. jetzt habe ich das dem Stefan geschickt und der Stefan so, ja, Genau. das ist es. Und wenn er mal ganz genau hinguckt, dann seht ihr überall an den Stellen hier noch so Farbflecken. Und zwar hatte ich das vorskizziert mit Kreiden. Und das Unangenehme war, das hatte ich wirklich auch noch nie, weil ich sowas ja auch noch nie gemalt habe. Ich habe die Kreiden halt wie gewohnt, wie ich es halt immer mache, mit einem Schwamm entfernt und dabei hat sich leider ein Teil des Himmels abgelöst. Weil ich immer stärker gedrückt habe, weil diese Blöde Kreide. Kraftausdruck Kreiden sich nicht abgelöst haben. Und das jetzt, na und Stefan, ich habe dir geschrieben, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich alles kundtun darf, aber ja, du hast mir geschrieben, da du also ja, verzweifelst eigentlich auch, ne? Jetzt hast du so weit gemalt und jetzt ist wieder alles in die Brüche. Es war wirklich ein Prozess, das war von Anfang immer wieder auf und ab und auf und ab, wie schöpfen und zerstören. Ich sag's mal bewusst. Und über diesen Prozess ist dann am Schluss dieses wunderbare Bild entstanden. Aber der Weg dahin, der für dich war eine Riesenherausforderung, für mich auch, aber auf eine andere Art. Wo ich sage, ich vertraue. Ich vertraue dem, was du da tust. Und mach du, wie du es spürst. Und ich spüre dann für mich dann, ob es stimmig ist. Also, das war wirklich ein Prozess, der gemeinsam war. Ne? Ja. Hier hatte ich wirklich viel Freiraum und ich habe ganz viel auf mein Gefühl gehört und deswegen war ich halt so für selber so persönlich super enttäuscht von mir eben auch, dass ich dieses Bild da im Prinzip, wie du ganz richtig sagst, eigentlich zerstört hatte. Und das Spannende ist jetzt, das Bild ist wie Phönix, ja. Denn zum Schluss hat es nochmal richtig Gas gegeben. Ja, das war der letzte Zusammenbruch, ich sag's mal so. Ja. Wo das Bild, ich glaube, das Bild hat auch irgendwie ein Eigenleben. Sagt so, nee, so will ich gar nicht. Ja, Sondern, ne, genau. ich will so. Dann kam plötzlich die Idee, nämlich hier, dass diese drei Figuren hier unten viel zu viel sind, dass in dem Fall wirklich weniger mehr ist und dass mit dieser Figur, die auf der Schaukel sitzt, halt nochmal eine gewisse Leichtigkeit reinkommt. Und dann seht ihr, dass ich hier hinten noch Wolken eingefügt habe, die das nochmal verstärken, ne, dieses Gefühl der Leichtigkeit. Und damit dieser Baum halt noch mehr Erdung bekommt und im Bild insgesamt mehr Tiefe ist, habe ich statt den ursprünglichen zwei Hügelketten noch eine dritte eingefügt. Und also im Prinzip bin ich in ein Stück wieder in meine klassische Landschaftsmalerei verfallen und habe diese beiden Stile oder Motivideen eine Synthese draus gemacht, zusammengeführt. Ne. Und ich war total happy, also ich bin immer noch mega glücklich mit dem Bild, so wie es jetzt ist. Und das möchte ich jetzt nicht mehr übermalen. Das ist so, wie es ist. Nein, Perfekt. nein. Magst du das Bild gerade noch mal einblenden, weil ich Oh habe ja, noch was gerne. Schönes. Wir hatten, wie wir uns so das erste Mal getroffen hatten, was willst du, Stefan, ne? Und was willst du mit dem Bild transportieren? Und dann hast du mir, wenn man sich das Bild anguckt, einen Satz haben wir so rausgefunden, den habe ich mir aufgeschrieben, ganz groß. Ich lese den mal vor, wenn du magst. Ja, gerne. Also die Wirkung von dem Bild, die hängt jetzt in der Praxis und jeder guckt drauf. Die Reaktion ist eine riesengroße Weite und eine Sehnsucht in die Leichtigkeit der Kindheit. Total spannend. Und Absolut. du hattest mir den Satz gegeben, Menschen die Energien des Universums wieder zugänglich zu machen, damit sie wachsen können. Und das ist der Titel von dem Bild. Mega. Wirklich Genau mega. das war es, was ich einfangen wollte, wo ich vorhin, was ich von Gefühl gesprochen habe, was du jetzt nochmal in Worte gefasst hast, ich kann mich da gar nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe. Aber das ist genau das, was mich dieses fast halbe Jahr im Prinzip begleitet hat. Ja. Klasse. Krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn wir drüber reden, drüber sprechen. Ja, ich merke das auch. Also
Das kann man nicht sehen in der Kamera, aber die Haare stehen gerade ab hier. Ja, genau. Ja. Ja, also das ist mal, glaube ich, ein ganz anderer Einblick in die Arbeit als Künstler für euch da draußen. Und meine abschließende Frage an dich, Stefan, wäre dann nochmal, würdest du es nochmals tun? Jederzeit wieder ohne Bedenken und ohne Hemmnis. Die Klasse. Frage, würdest du es nochmal tun? Ja, ich würde es Jetzt. wieder tun. Es ist in jedem Fall so, dass ich mit jedem Bild selber auch weiter wachse und mir dann auch mehr zutraue. Und klar kann ich jetzt sagen, ich bleibe in meiner Komfortzone, ich male immer das, was ich immer male. Aber ich habe auch den Anspruch als Künstler, mich weiterzuentwickeln. Ich hätte von vornherein sagen können, du Stefan, nee, das ist es nicht. Ne? Ja, klar. Ja. Klar. Und für mich war es einfach eine total spannende Herausforderung und ich glaube, ich habe das in dem anderen Video auch schon gesagt, ich habe es am Anfang unterschätzt. Ja. Nur. Ich weiß halt auch, dass ich es kann. Also es, Ja, weil sonst hätte ich es ja hingeschmissen und hätte gesagt, hier ist die Kohle wieder und tschüss. ja, Ne? ja, ja. Ja, cool. Hättest du denn noch einen Rat für Auftraggeber? Wenn jetzt gerade jemand zuschaut hier und von den Leuten, die das Video sagen, ja Mensch, da, das finde ich aber spannend. Ich würde auch gerne mal so ein Bild für mich gemalt haben. Der Rat, den ich geben kann, ist einfach, dem Mensch da gegenüber zu vertrauen. Das ist wirklich der größte Rat, den ich geben kann. Und offen zu kommunizieren. Das konnten wir beide sehr gut. Also wir hatten wirklich offen kommuniziert und nicht zurückhalten, sondern das gefällt mir nicht, vielleicht ist es so besser. Und dann entstehen diese Meisterwerke, ich nenne mal Meisterwerk, in der Entwicklung. Ja, danke Und das dir. finde ich gut. Also das Gegenüber sollte dann wirklich sagen, was es möchte und Vertrauen haben. Und die jeweils andere muss zuhören. Das ist wichtig, ne? Genau. Also das vielleicht auch nochmal für euch. Die Bilder habe ich jetzt nicht mehr. Der Stefan hatte dann halt auch an einigen Stellen halt noch Vorschläge gehabt. Ich habe ihm immer wieder geschrieben, pass auf, das ist jetzt der Zwischenstand. Hast du noch irgendwelche Vorschläge? Jetzt kann ich es noch einbauen, ne? Und das hat auch nochmal einen Einfluss auf das Bild genommen. Ja, klar. Also. Ja, na, und du bist halt als Gegenüber, als der Künstler, bist du auch drauf eingegangen, hast versucht, es zu realisieren. Und dann Genau. gehen auch mal Dinge schief, wenn ich jetzt als Auftraggeber und Kunde oder wie auch immer sage, ja, vielleicht doch ein bisschen so. Und dann geht vielleicht auch bei der Ausführung was schief. Keine Ahnung, ne? Kann ja auch passieren. Aber das ist alles, das ist ein Prozess. Ich finde das einfach mega. Ja, Stefan, ganz herzlichen Dank für das Feedback nochmal. Also kann ich ja nur zurückgeben, dass also die Zusammenarbeit mit dir wirklich, das war allerhöchstes Level. Ja. Hat mir Danke. auch mega viel Spaß gemacht. Auch dieses Vertrauen, das du mir geschenkt hast, bedeutet mir unheimlich viel. Auch danke, dass du dir die Zeit nimmst hier und vielleicht für alle anderen, die jetzt zugucken und nochmal wissen möchten, was der Stefan macht. Also ich verlinke alle seine Sachen unten in der Videobeschreibung. Und auch als Kommentarlink werde ich das oben anpinnen. Braucht ihr nur draufklicken, einander dabei eben. Weil ich denke, also ihr erlebt ihn jetzt ja hier. Ich glaube, das ist jemand, dem ihr euch voll und ganz in Vertrauen hingeben könnt. Vielen Dank. Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Für alle, die jetzt zugehört und zugeguckt haben, die Frage, ob euch sowas interessiert. Ich würde das gerne jetzt nicht nur mit Auftraggebern machen, sondern auch gerne mal mit anderen Künstlern mal so ein kurzes Gespräch zu einem bestimmten Thema. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch so wünscht, ja? Und Stefan, dir wünsche ich alles, alles Gute für die Zukunft und deine Praxis. Wünsche ich dir auch für deinen weiteren Weg. Vielen Dank. Mach's Sehr gut, sehr. ne? Dir Tschüss. auch. Tschö. Ciao.